2, 1. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen... Oh Gott, Alter, warte. Warte, wir nehmen gerade auf. Achso. Sinus hat mich gemoved. Okay, jetzt. 3, 2, 1. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Bad Wars. Wir spielen heute mal auf der Map Bergwerk und mit dabei habe ich den Tobi. Hallo. Und wir haben uns heute ein ganz spezielles Thema gesucht. Und zwar... Dein Part? Minecraft Legend, ja. Ja, toll, jetzt hast du es doch gemacht. Ja, Minecraft Legend, ihr habt alle den Teaser gesehen, denke ich mal. Und viele waren irgendwie enttäuscht davon. Aber das war nur ein Teaser. Also es soll nur die Infos raus haben von dem Projekt. Wer alles mitspielt. Er war wirklich schlecht, aber... Ja, er war wirklich schlecht, aber er soll nur anreißen, dass das Projekt da ist. Das ist ja kein Trailer gewesen, der irgendwie viele Infos raushaut und alles. Ja, und... Deswegen setzt da nicht die Erwartungen zu hoch oder so. Aber ja, wir haben uns halt eben vorgenommen, dass wir drüber reden, dass wir euch das Projekt erklären. Habe ich auch in die Beschreibung geschrieben, dass heute so ein Video kommen wird. Und ja, denke ich mal, fängt der Tobi gleich mal an. Jo, also morgen kommt ja die erste Folge dann, also am Freitag. Genau, 18 Uhr. Schon eine Uhrzeit. Okay. Ja, 18 Uhr. Und ja, das ist halt ein Battle angelehnt an Varo, also nicht angelehnt, aber es ist halt so ähnlich wie Varo. Es gibt einen Massenstart, 15 Teams gibt's, ne? Jo, genau. Halt zwei Leute immer ein Team. Und ja. Gibt's sonst noch so zu sagen? Ja gut, die erste Folge haben wir eben aufgenommen. Mhm. War mehr oder weniger eine Zitterpartie. Ja. Also echt schon krass angespannt. Vor allem, weil es sind halt so viele Leute da gewesen und man hätte jederzeit kann was passieren einfach. Das ist. Ja. Hat hier jemand ein Hand? Gibt einem viel Gold, kannst ja am Bogen vom Kampf. Oh yeah. Ja, es ist alles erlaubt. Ja, genau. Alles also, ist erlaubt. Nether ist an. Sonst alles ist an. Also es ist wirklich alles inkludiert. Genau. Ja, und das und Ganze. Das, denke ich mal, Besondere ist einfach, dass wir noch mit dem Modpack spielen. Genau, wir haben eigengecodetes Modpack. Von dem Coder, der damals auch Skytech geschrieben hat. Echt? Nun, ja, genau. Der hat das damals auch schon geschrieben. Das ist ja auch das Nachfolgeprojekt von Skytech. Ja, das weiß ich. Aber ich wusste nicht, dass er Coder. Ja, ist derselbe. Okay. Und das ist diesmal aber ein viel einfacheres Modpack. Also nicht irgendwie so Technik-Mods und alles mögliche. Ja. Plimplam. Es ist, besteht einfach aus einem einzigen Mod, der halt verschiedene PvP-Aspekte hinzufügt. Und ja, die Hauptidee dahinter ist einfach, dass der Nether ein komplett neues Spielelement wird, in dem man die Potions anders nutzen kann. Das kannst du jetzt mal sagen, damit du auch nochmal was hast. Ja, gut, ich hab's jetzt nicht so ganz verstanden, beziehungsweise nicht hundertprozentig, aber man kann halt mit Potions kann man seine Pfeile und sein Schwert upgraden. Sag ich's mal, wenn man einen wurfbaren Gifttrank mit Pfeilen muss man das machen, ne? Genau. Ja, mit Pfeilen zusammencraftet irgendwie, bekommt man quasi Giftpfeile, die dann eine bestimmte Chance haben, den Effekt zu übertragen halt, wenn man den Gegner trifft. Jo, genau. Und das gleiche funktioniert mit den Schwertern. Und desto mehr Tränke man benutzt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, die prozentuale. Ja, ja und das werdet ihr auch noch früher oder später halt sehen. Genau. Und die Effekte, die es dazu gibt eben, das sind diverse, wie zum Beispiel eben Feuer und Poison, wie wir gerade gesagt haben, aber es gibt auch noch andere. Slowness, Weakness, Blindness und Harming, das dann halt in Wither übersetzt ist. Und es gibt halt eine Menge Möglichkeiten, wie man dann kämpfen kann und alles mögliche. Weil man halt jeden Pfeil damit kombinieren kann und bei dem Bogen auch wechseln kann, wie man die Pfeile schießen will und alles. Das ist richtig cool. Und das ist noch nicht alles. Es gibt noch zwei neue Rüstungen. Zum einen mal die Nether-Rüstung. Die craftet man aus Nether-Bricks, Quarzblöcken und Glowstones. Und die ermöglicht einem einfach, dass man Fire Resistance hat, wenn man das komplette Set trägt. Die ist an sich nur so stark wie eine Eisenrüstung, also nichts Besonderes. Aber man hat, wenn man das komplette Set trägt, einfach Fire Resistance, was sehr hilfreich ist. Und die andere Rüstung ist die Legend-Rüstung, wie das Projekt auch heißt. Und das ist die stärkste Rüstung im Spiel, aber auch die seltenste gleichzeitig. Denn dafür braucht man Emeralds und Diamanten. Und wenn man die Rüstung anhat, erstens mal hat jedes einzelne Teil eine Enchantability von Gold. Also wer das nicht kennt, was eine Enchantability ist, das kanntest du glaube ich auch nicht, ne? Nee. Also eine Enchantability ist die Chance auf eine gute Verzauberung und das ist ein bestimmter Wert einfach. Und desto höher der ist, desto höher ist die Chance auf eine gute Verzauberung. Und ich habe das in Skytech schon mal erklärt, dass Goldsachen die größte Enchantability haben. Und die Legend-Rüstung hat einfach denselben Wert wie die Goldrüstung. Oder allgemein Goldteile. Unser Bett wird übrigens gerade abgebaut. Echt? Ja. Und demnach ist das dann halt direkt das beste
was es gibt. Und zusätzlich, wenn man das ganze Set trägt, verliert man weniger Hunger. Was für mich krass ist im Kampf. Ja, im Kampf ist das echt krass. Oh Gott, Alter, ich habe ein Eisenschwert, aber der Typ hier wartet hier gerade so auf mich. Wir haben kein Bett mehr, ne? Pass auf. Ja, klar. Oh Gott, auf mich schießt noch jemand. Wo hat der auf mich geschossen? Oh Gott, ich krieg den. Jawohl, hab ihn. Hast schon erklärt, wie man die Legend-Rüstung craftet? Ja, aus Emeralds und Diamanten. Also so wie eine Dia-Rüstung, nur statt zwei Dias braucht man immer Emeralds. Also im Prinzip relativ simpel, nur halt auch gleichzeitig schwer. Jo. Weil, okay. Die Map ist ja von dem ganzen Projekt ist künstlich angelegt, ne? Genau. Die ganze Map, ne? Ja. Und ich kann schon mal, denke ich mal, so viel sagen, dass wir noch keinen extrem Hilzbaum gefunden haben. Ja, weil da gibt's ja nur die Emeralds zum Beispiel. Ja. Also macht das Ganze ein bisschen komplizierter, aber gleichzeitig auch umkämpft, weil dann werden alle Leute, die Rüstung haben wollen, sofort dahin und alles. Mhm. Das kann ganz schön spannend werden. Hast du schon eine Eisenpickaxe? Nein. Ich hab noch nicht mal eine Rüstung. Ich kauf dir mal Rüstung, ey. Ja, mach ich jetzt. Ich bin halt ein Profi, ne? Ja. Bad Wars Pros. Wir werden schon abgeschossen von Gelb. Ah, ich hab noch gar kein Eisen, ist das Problem. Haben wir hier nicht noch was drin? Nee. Oh, der läuft jetzt weg, dann geh ich mal schnell rüber und hol mir ein bisschen Eisen. Ja, und so im Prinzip funktioniert einfach Legend. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr die gerne weiter in die Kommentare schreiben oder auf Twitter stellen oder irgendwas. Und dann kann ich vielleicht mal noch so ein Antwortvideo machen mit einem Hashtag einfach. Werdet ihr dann, denke ich, in der Beschreibung finden, wie der lautet. Oder fällt dir gerade spontan einer ein? Nee. Legend FAQ oder irgend sowas wird das Video dann heißen. Irgendwas wird schon geben. Guck dann einfach in die Beschreibung. Hast du schon die beste Chestplate? Ja. Alles klar. Jo. So. Ja, was können wir uns noch machen? Wir haben eh nichts mehr, ne? Nein, ich wirklich. Ich hab noch 7 Gold. Ich kann mir eine Angel kaufen. Es gibt Angeln? Hier? Ja, ja. Toll. 5 Silber, ey. Das ist schon sehr wert, ja. Ich kaufe mir nochmal einen Stärketrank kaufen. Einen Stärketrank, ja. Willst du machen? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich sonst mit 7 Gold machen soll. Ja, alles klar. Dann machen wir das. Okay. Hab ich wieder. Dann kaufe ich mir nochmal eben Schafe. Und dann können wir loslegen. Machen wir noch, wollen was wir, geht. Wollen wir jetzt zu Grün gehen, vielleicht, weil die einen direkten Weg zu uns haben. Haben die? Mhm. Jo, dann lass das machen. Wir haben eh nichts zu verlieren. Jo. Oh, hoffentlich hat er keinen Bogen. Ich trinke jetzt mal stärker einfach. LD lang. Alles klar. Du hast gerade geschossen, ne? Jo. Alles klar. Jo, die kriegen wir, denke ich. Ja, das wird noch nicht runtergehauen werden. Guck, der läuft weg sogar. Ich kill den, lauf du direkt drauf. Wo ist das Bett? Oben. Okay, dann, ja, stimmt, du kennst die Map ja nicht, dann lauf ich mal hoch. Ja. Okay, ich spawn kill den einfach. Ja, aber ich denke, wir haben noch nichts dazu gesagt, ne? Also, haben wir jetzt alles schon gesagt zu dem Projekt? Ich glaube schon, ne? Vielleicht haben wir irgendeine Info vergessen, ich weiß es nicht. Es gibt halt diese zusätzlichen Sachen. Rüstungen, das habe ich schon alles erklärt. Nee. Aber ich denke sonst, das Lebenssystem. Es gibt nämlich mehrere Leben, man stirbt nicht bei einem Tod, sondern man hat am Anfang 3 Lebenspunkte als Team. Und wenn man stirbt, verliert das Team einen Lebenspunkt. Und wenn man auf 0 ist, dann ist der, der als letztes gestorben ist, raus. Sprich, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Lebenspunkt haben und Tobi stirbt, dann haben wir 0 und Tobi ist raus. Lass direkt zum nächsten irgendwo hin. Gelb können wir versuchen. Und dann kann ich ihn aber noch immer ins Projekt reinholen. Das ist eigentlich der coole Faktor an dem Projekt. Ja, genau. Dass ich den halt wieder zurückbringen kann. Hoffentlich hat er keinen Bogen. Hoffentlich hat er keinen Bogen. Auch. Nein. 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 Oh, egal, mach du weiter. Schaffst das. Oh nein. Komm. Bist du auch schon weg wollen? Nee, nee. Jetzt direkt hoch. Alles klar, ich erzähle das aber so lange weiter. Yep. Also, das ist dann halt noch so, dass ich den dann zurückholen kann, indem ich einfach einen Gegner töte. Wenn man einen Gegner tötet, kriegt man 0,5 Lebenspunkte fürs Team zurück. Sprich, wenn ich es schaffe, einen 2v1 zu gewinnen irgendwie oder zwei einzelne Gegner töte, dann kriege ich Tobi wieder zurück ins Projekt. Und dann können wir weiterspielen. Und genauso funktioniert es halt, dass man die Leben auch hochstacken kann. Sprich, wenn man jetzt mit 3 Lebenspunkten startet und man tötet direkt am Spawn jetzt irgendwelche Leute, kann man natürlich direkt so auf 4, 4,5, 5,5 oder sowas Lebenspunkte rauf. Ja. Und so kann man sich praktisch immer wieder retten und alles Mögliche. Das schaffst du, Tobi. Ich glaube an dich. Das ist so krass, ey. Besonders wenn dein Typ mal direkt angelaufen kommt. Und
Ich weiß nicht, gibt's sonst noch was zu? Nein, Knüppel. Oh, schade. Knüppel. Nerf, please. Riot, please. Ja, aber ich denke, das war's eigentlich jetzt, was wir da schon drüber erzählt haben. Ich meine, man muss ja dazu sagen, wir haben gerade die erste Folge aufgenommen. Man muss mal verstehen, wenn wir auch mal eine Runde verkacken. Ja, wir sind jetzt mental ziemlich am Ende. Ja, genau. Es gibt dann direkt die nächste Folge, werden wir dann am nächsten Tag aufnehmen. Das Projekt wird täglich kommen. Und ja, ich würde auf jeden Fall sagen, ihr könnt euch drauf freuen. Jo, hübsch und geil. Ja, willst du noch was dazu sagen? Nö, ich denke mal, wir haben soweit eigentlich alles. Alles abgedeckt, ne? Jo. Dann würde ich sagen, wir reißen das Ding. Hoffen wir es mal, ne? Hoffen wir es, ja. Wir reißen es. Ich sag, wir reißen es. Wir machen das. Ja. Und dann will ich mal alles Support sehen für unser Team. Unser Team der Kenner, ja. The Nation. So wie immer. Könnt ihr auf Twitter spammen, auf YouTube spammen, whatever. Spammt unter die Videos von den anderen auf jeden Fall. Am besten bei Stegi. Ja, am besten bei Stegi. Ja, gut. Dann war's das mit der Folge. Ja. Wenn euch das Projekt gefällt, könnt ihr auf jeden Fall noch eine Bewertung da lassen. Auf jeden Fall bei Tobi vorbeischauen, seine Folgen auschecken. Ja. Und jetzt komme ich zum Abschluss. Endlich. Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis Tschüss.